Vivi geht einkaufen. Aha. Und was ist das hier für eine Nuss? Eine Nuss? Die riecht süß und schmeckt, sieht schmackhaft aus. Ich kaufe mal eine. Okay. Hier in den Geschäften Lindblums gibt es lauter seltsame Sachen. Ja, Mai, Vivi. Aber kann ich dir jetzt nicht helfen? Kann man das essen? Sieht jedenfalls ungefähr so aus wie ein Käfer, wie die Käferkrapfen, die Großvater immer gebacken hat. Hoi. Alice Itemladen. Heute letzter Tag des Jagdfestivals Schlussverkaufs. Toll, ein Festival. Da will er bestimmt gleich mitmachen. Entschuldigung, ich hätte gern das hier. Ich nehme an, du hast ein paar Moris als Freunde, oder? Warum denn? Weil das eine Kuponuss ist. Für Moris die größte Delikatesse. Ach, so ist das. Das wusstest du also gar nicht? Naja, da es die letzte ist, die ich habe, schenke ich sie dir. Weil du so wahnsinnig süß bist. Danke. Übrigens, was ist denn das Jagdfestival? Ach, die lassen ein paar Tiere frei, in der Stadt frei. Und toll, ein Tierfestival. Das klingt nach Spaß. Vielen Dank. Hoi. Hoppla, wo ist er denn hin? Tiere schön und gut, aber die Tiere sind nicht gleich Tiere. Ja, Mai, das muss er halt dann lernen. Und wenn es auch gewaltsam ist. So, ich möchte jetzt bitte... Ja. Industrieviertel, bitte. Danke. Die Lufttaxe Richtung Industrieviertel. So. Da wären wir dann im Industrieviertel. So, im Industrieviertel angekommen. Gehen die jetzt erstmal die Treppen hoch. Keine Sorge, ich bin nicht lange hier, nur vielleicht 3-4 Minuten. So, dann sind wir hier und dann ist direkt hier etwas Schönes für uns, wenn ich es dann finde. Genau, ein Lederarmreif. Dann geht's Richtung dort. Geht's da die Treppen rauf, genau. Und dann, wenn wir die Treppen raufgegangen sind, haben wir hier ein Item. Das ist nämlich eine Bronzeharnisch. Und dann geht's einmal nach oben. Wir waren quasi hier gerade nur zum wie heißt das denn? Zum beim Suppeessen waren wir halt hier gerade. Wer sich noch erinnert, mit Freya. Und dann haben wir hier noch zwei schöne Kisten. Einmal eine Mimikkarte fürs Kartenspiel. Und einmal eine Zipfelmütze. So. Das war's dann auch schon. Im Industrieviertel von uns. Als nächstes geht's dann in das Theaterviertel und da würden wir dann quasi in Richtung Tantalus-Gruppe gehen. Wer sich erinnern kann, weil sie dann hatte das ja vor. Und jetzt wäre es soweit, wir gehen in Richtung Theater AG. Im Theaterviertel ins Geheimversteck der Tantalus. So. Flieg und Sieg. So, im Einkaufsviertel haben wir einiges geholt. So. Wenn Sie das Versteck der Tantalus-Gruppe betreten, na gut. Dann weiß ich jetzt Bescheid. Wir gehen hier raus.
oder auch hier erst. Und sind dann jetzt außerhalb des Ladens, haben ein Active Time Event, Dampfantrieb. So, darin spielt jetzt Steiner eine Rolle wieder. Irgendwie habe ich ja wieder ins Schloss zurückfinden können, aber wo war gleich nochmal das Gemach der Prinzessin? Diese Stadt und dieses Schloss sind einfach viel zu groß. Nee, also ich finde sie eigentlich recht schön in Lindblum, ist die schönste Stadt von allen, finde ich. Entschuldigt, aber könnt ihr mir bitte sagen, wo ich hier eigentlich bin? Willst du etwas sagen, du hast dich verlaufen? Na na, ist das nicht ein wenig peinlich für einen Soldaten? Aber was soll's, dann will ich mal nicht so sein. Wir befinden uns hier auf der Brücke, die das Schloss und die Luftschiff-Docks verbindet. Genau vor unseren Augen erstrecken sich die Docks, ehrfurchtgebietend, nicht wahr? Oh ja, aber richtig geil gemacht und richtig geil inszeniert, muss man sagen. Und was ist das für ein gigantisches Luftschiff da? Schwer zu übersehen, oder? Dieses majestätische Ungetüm da, das ist die Hildegard 2. Dank des neuen Dampfantriebs, den der Großherzog entworfen hat, kann die Hildegard 2 auch dort fliegen, wo kein Nebel ist. Ja? Was? Dieses Schiff soll also wirklich ohne die Kraft des Nebels fliegen können? Was soll denn diese dumme Frage? Schließlich gehört der Dampf zur Zukunft. Und im Gegensatz zu diesem Nebel besteht Dampf ja aus Wasser. Für den menschlichen Körper besteht also keinerlei Gefahr. Und wieder einmal ist Lindblum den Rest der Welt voraus. Ja, ja. Bist schon recht, gell? Bist schon recht. So. Jetzt sind wir hier. Und hol uns erstmal einen Gegenstand hier ab. Zack. Das nennt man das Gilversteck. Dann unten haben wir noch einmal einen Jadestein. Der ist hier in der Truhe. Und in der Tantalus im Versteck werden wir auch so einiges finden. Und zwar geht's dann hier runter. Und dann sind wir hier. Und das da, meine Friends, ist das Tantalus-Versteck. Willkommen im Versteck Tantalus. Keiner da. Sie sind also immer noch nicht zurück. Ohne sie ist es hier so unheimlich still. Ja. Erstmal chillaxen. Wie konnte ich nur alle zurücklassen? Es ist schon so spät. Was Lilly wohl jetzt macht? Träumt er da vor sich hin, während da diese Dinger rumspielen? Was kann ich tun? So. Na 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 na. Der Klang dieser Glocke. Da ist wohl gerade eine Vorführung im Theaterviertel zu Ende gegangen. Kann ich irgendetwas für euch tun? Ich will mir ein bisschen die Beine vertreten. Ich bin untröstlich, Prinzessin, aber seine Exzellenz, der Großherzog, gab eigens die Anweisung, euch dies nicht zu gestatten. Da in Kürze das alljährliche Jagdfestival abgehalten wird, haben sich Besucher aus aller Herren Länder in Lindblum eingefunden. Und sicherlich befinden sich unter diesem auch einige Halunken und Diebe, die im Schutz der Massen ihrem schmutzigen Handwerk nachgehen wollen. Außerdem weiß im Moment nur ein ausgewählter Personenkreis über eure Anwesenheit Bescheid, Prinzessin. Es dient nur zu eurer eigenen Sicherheit, Prinzessin. Also bitte verlasst für eine Weile das Schloss nicht. Ich verstehe. Ich will aber. Nein. Ich kann hier nicht einfach so herumsitzen, so erreiche ich gar nichts. Ich bin nicht nach Lindblum gekommen, um mich dann wie ein kleines Kind behüten zu lassen. Alles, was ich will, ist Mutter helfen. Ja. Ob deiner Mutter aber noch zu helfen ist, ist die andere Sache, oder? Das glaube ich eher weniger, bei dem, was sie so abzieht zurzeit. Da bist du ja. Hurra, er ist wieder da. Also, dann gib mal Bericht ab. Schließlich gehören wir auch zur Tantalus. Hä?
Ja, Onkel Bark sagte nämlich, klar, wenn ihr auch einen feinen Schatz findet, wenn ihr auch einen feinen Schatz findet, dann nehme ich euch in die Bande auf. Da, sieh mal her. Rakadosflügel. Das ist aber echt ein feiner Schatz. Alle Achtung. Jetzt gehören wir zur Bande. Juhu. Und? Verlief der Einsatz nach Plan? Ja, mehr oder weniger. Prinzessin Garnet ist jedenfalls im Schloss. Tantalus versagt eben nie. Und? Schon was am Laufen mit der Prinzessin? Ja, genau. Hast du schon eine Verabredung mit ihr? Naja. Irgendwie ist sie ziemlich beschäftigt und für mich hat sie keine... Da hat sie keine Zeit für mich. Nein, sie fühlt sich sicher auch einsam ohne dich. Ja, bestimmt. Vielleicht gehst du sie mal besuchen. Ich drück dir beiden die Daumen. Ich drück dir beide Daumen. Ja, alles Gute. Oh, sind die süß. Die zwei Kleinen haben recht. Außerdem würde ich gerne wissen, ob sie schon mit Cid gesprochen hat. Ja. Bevor du aber irgendwas machst, machst du hier die Truhen auf, Kumpel. Zack. Geld, Jadestein, hoffe ich. Nee, Geld. Und hier war ein Jadestein. Irgendwo war nämlich immer einer. Das weiß ich noch. Ach nee, Mini-Bormesia. Ach nee, den Jadestein, den haben wir schon. Stimmt, habe ich vergessen. Es tut mir leid, ich habe das vergessen. Active Time Event, Bark and Co. Wie geht's den alten Knaben? So. Das finde ich ist ziemlich geil inszeniert. Achzi. Ne? Wo sind wir hier? Ah. Wieder zum Leben erwacht, C-Fix. Aber als ich die verwunschene Welt plötzlich versteinert hat durch die... Das war's dann gewesen, aber zum Glück haben wir den Trampelpfad gefunden, C-Fix. Dank Blank, der auf diese kleinen Quellfuß gestoßen ist, bevor er sie dann die Karte gebracht hat und so. Und was jetzt, Chef? Wir können Blank nicht einfach und so. Ich weiß schon. Erstmal sollen die anderen, die noch am Flussufer sind, von diesem Quellwasser trinken und wieder zu Kräften kommen. Cinna, geh sie holen. Und was Blank betrifft, es ist wohl besser, wenn wir die Versteinerung des Waldes nicht aufheben. Ist das dein Ernst und so? Damit wir uns richtig verstehen. Wenn es um die Rettung eines Kameraden geht, ist es mir schnurzpiepegal, was mit mir oder was weiß der Nebel dem passiert. Dann, ich will nur sagen, dass Blank sich sicher keine Rettung wünscht, indem wir den ganzen verdammten Wald mit all seinen Drecksviechern wieder zum Leben erwecken. Auch wieder wahr und so. Dann gibt es nur noch eine Möglichkeit. Wir müssen einen Weg finden, einzig und alleine Blanks Versteigerung aufzuheben. Noch ist es nicht zu spät. Ja. Auf jeden Fall sollten wir alles tun, was in unserer Macht steht. Verstanden und so. Kazam. So, Bark. Jetzt denk mal scharf nach. So, was macht ihr hier noch? Sag mal, Cinna, was machst du da eigentlich? Mit dem Quellwasser kann ich sicher guten Kaffee kochen. Ich suche nur grad mein Bohnen zusammen. Du weißt, was mit denen passiert, die nicht unverzüglich den Befehl des Chefs ausführen. Na, alles nur des nieder. Ich hol auch gleich die anderen. So. Das ist aber eine lustige Bande. Ich dachte schon, die sind hier. Die Tantalusla. Aber... irgendwie ja nicht so. Oh, was haben wir denn hier? Oh yeah. Heute ist die letzte Vorstellung von Raouls Stück. Bitte nicht drängeln. Hey, wer bist du denn? Na, dann sperrt mal die Lausche auf. Ich bin Zidane, Mitglied der bekanntesten und berüchtigsten Räuberbande des ganzen Kontinents. Schon mal von dem gehört? Nö, wer soll denn das sein? Steh uns nicht im Weg rum, klar? Ist ja gut. Wir wollen endlich Raoul sehen. Wo ist Raoul? Raoul! Wie lange willst du uns denn noch hinhalten? Ich bitte noch etwas um Geduld. Raoul wird gleich hier sein.
Ich will ein Kind von dir, Hello Fans. Raul, was für ein Kotzbrocken. Raul, thank you für eure Treue, meine treuen Fans. Ich werde eure Liebe niemals vergessen. Oh yeah, oh yeah. See you all again. Heirate mich, ich will ein Kind von dir. Auchi, ich kann nicht sehen. Au. Thank you, dass sie sich heute Ren-Mogri Ren 2 angesehen haben. Kupo. Verschwinde, du dicker, fetter Mogri. Wir sind nur gekommen, um Raul zu sehen. Ah, ey, du bist doch... No, du hast mich nicht gesehen. Aua. Wir laufen jetzt hoch. Der kann ja einem richtig leid tun. Ich weiß ja selber, wie das ist, wenn einem die Mädels in Scharen hin und her hinterherlaufen. Naja. So. Wir gehen jetzt mal weiter. Wir müssen jetzt zurück Richtung Schloss. So, und dann suchen wir uns jetzt nämlich die Prinzessin. Ja. Müssen wir nämlich tun. Weil sonst geht's nicht mehr weiter. So, als nächstes geht es hier auf in das Schloss Lindblom. Also ich muss ja sagen, ich finde das ziemlich geil gemacht, so wie das läuft, das Spiel. Und wir werden aber in dieser Aufnahme nicht mehr das Jagdfestival machen. Das Jagdfestival hebe ich mir für morgen auf. Wir werden hier jetzt nur noch einmal kurz in das Schloss gehen. Und vom Schloss aus geht es dann weiter in Richtung Speicherpunkt. Und das wär's dann quasi für diese Folge. Nicht Folge, sondern Aufnahmesession. Das ist nochmal Aufnahmesession Nummer 13. Das ist eigentlich schon crazy shit, motherfuckers. So, wir sind jetzt wieder hier im Anfangspunkt, wo wir quasi reinkamen. Und was rausgeschnitten wurde, dann sind wir quasi hier durch und dann hier hoch. Und dann treffen wir jetzt, glaube ich, die Prinzessin sogar, wenn mich nicht alles täuscht. So, dann gehen wir hier rein in das Gemach. Und hier müsste ein Mogri stehen. Oder ist hier die Prinzessin gar nicht mehr? Nee, ist sie nicht mehr. Was liegt dann, Steiner? Kerl. Steckst da vielleicht wieder du dahinter? Sag mir sofort, wo die Prinzessin ist. Jetzt mach erstmal halblang. Ich bin doch gerade erst zur Tür rein. Jedenfalls ist die Prinzessin nicht hier. Und das, obwohl ich sie gebeten hatte, in diesem Zimmer zu bleiben. Kein Grund auszurasten. Sie macht wohl irgendwo draußen einen Spaziergang oder so. Welch leichtsinnige Unvorsicht. Schon auf der Reise nach Lindblom war die Prinzessin unzähligen Gefahren ausgesetzt. Und nun auch noch ein Spaziergang in dieser riesigen fremden Stadt. Noch dazu alleine, wenn ihr etwas zustoßen sollte. Aber mit dir kann man ja sich sowieso nicht vernünftig unterhalten. Ich werde die Prinzessin also selbst suchen gehen. Ja, dann mach das, Steiner. Ich gehe jetzt speichern. So. Speichern. Kupo. Ja, Kupo. So. Kupo. 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 Und Steckplatz 1. Kupo. Und Speicherplatz 1, Kupo. Und zack, Kupo. Und zack. So, meine Freunde. Ich wünsche euch damit ein schönes Wochenende. Beziehungsweise eine schöne Woche und einen Tag oder was auch immer. Haltet die Ohren steif. Und bis dahin, Chosen, euer Brandy.